Hallo miteinander, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich dachte mir, wir machen jetzt mal ein kurzes Update-Video zu dem Volvo-Dumper. Ihr habt mich fleißig angeschrieben, viele Ideen kamen mit rein. Natürlich, die meisten haben gefragt, wann gibt es denn jetzt endlich die Bausätze? Jetzt stellst du uns das Modell vor und dann passiert soweit nichts. Also ich mache das ja nur nebenzu hier. Das heißt, ja, auch ich brauche dafür immer Zeit und ihr wisst, ich mache keine Schnellschussmodelle. Mir geht es nicht darum, dass ich den ersten fahrenden Volvo-Dumpo euch irgendwo präsentieren kann und sage, ich war der Schnellste, ich war der Erste, ist gekommen und war in der Nacht schon fahrbereit. Mir geht es eigentlich darum, dass ihr in 2 Wochen, in 2 Monaten, in 2 Jahren, so wie ich den Umbau mit den Bausätzen, die ich für euch kreiere, dann auch immer noch fährt. Also nicht heute fährt er und 3 Tage später Servo durch, Motor verreckt, die Achse gebrochen. Das will ich nicht. Ja, da mache ich lieber langsam, nehme mir da auch viel Zeit und ich warte leider Gottes immer noch auf ein paar Teile, die ich mir einbilde zu machen. Aber ich will euch mal den aktuellen Stand zeigen. Ich habe ihn zerlegt. Ihr seht, er ist jetzt auseinandergenommen. Ein paar von euch haben ihn ja immer noch nicht. Auch hier vor Ort ist er mittlerweile ausverkauft und zwar komplett. Und ja, ich habe die Reifen runtergemacht und ihr habt in meinem Vorstellungsvideo schon gesehen, die Reifen, ja, Sparmodell an Plastik, im Gegensatz zu den anderen Reifen, die wir so haben, ist hier relativ wenig drin. So schaut das ganze Ding hier innen drin aus. Nach vorne hin so gut wie kein Material, aber ich will ja das nach wie vor einfach halten. Nicht jeder von euch hat eine Drehbank, deswegen halte ich hier auch an meinen Radadaptern fest und ich habe die auch dementsprechend auch schon fertig. Sehen so aus, heißt innen drin grob ausschneiden, sind wieder selbst zentrierend, reinklicksen, sind vorgebohrt, von vorne die Schrauben zum Festmachen rein und dann läuft das Ganze. Brauche ich keine Drehbank, zentriert sich wie gesagt selber, hält fest auf der Welle, ist alles mit der Madenschraube dann gesichert und das funktioniert. Ja, und ich kann das relativ schnell umbauen. Es hält, wie gesagt, und ist einfach praktisch. Ja, also ich zeige es euch nochmal. Das ist das Teil, das kennst du, das sind wie die anderen Radadapter. Funktioniert also hier auch ein bisschen anders. Ist nicht ganz so einfach wie jetzt bei den anderen gewesen, aber auch das ist natürlich möglich. Wie gesagt, man muss damit arbeiten, was man hat. Ich möchte die Reifen erstmal verwenden, weil Gummireifen gibt es mit Sicherheit irgendwann oder relativ bald, wie auch immer. Aber ich will es erstmal mit den Originalen probieren. So, also Radadapter Hammer, die funktionieren, die sind auch angepasst auf die Achsen. Und Achsen habe ich euch ja auch schon gesagt. Ich stelle mal den hier ein bisschen weg. Beim ersten Video habe ich ja schon gesagt, da wird die Pendelei reinpassen. Tut sie auch. Das ist genauso wie geplant und vermutet. Das heißt, ich habe hier unten ausschneiden müssen. Und hier ist die 3D-Pendelachse. Die wird hier unten eingeklickt. Die sitzt noch nicht ganz so stramm. Bin ich jetzt auch nicht böse, weil ich die musste ja 800 Mal beim Bauen jetzt immer raus und reinklicksen. Aber wird dementsprechend dann angepasst, dass das nachher alles sauber passt, dass es vor allem auch auf Dauer hält. Ein paar Schwachstellen sind immer, es sind so ein paar Belastungspunkte drauf, beim 3D-Druck muss man darauf achten, aber dann ist das alles kein Problem. Also ihr seht, Achse passt, ist übrigens dann die Originalhöhe, wie es war, das will ich ja alles beibehalten. Das heißt, hier kommt dann mit Radadapter das Rad drauf, keine Madenschraube drin, deswegen dreht sich so leicht, ganz klar. Ist jetzt nicht unbedingt der Akt gewesen. Wie gesagt, was man ausdrehen muss, es gibt, habe ich fest in der Planung, dann, wenn die Bausätze stehen, also sprich Pendelachse, Kipper, Frontachse, Lenkung und so weiter, wenn die ganzen Baumodule stehen und auch alles auf Dauer funktioniert und den Belastungen standhält, werde ich natürlich ein Umbauvideo wieder machen. Ihr kennt es vom MAN und vom AROX. Dann machen wir das einmal gemeinsam, dann wisst ihr, wie das funktioniert und dann läuft es auch. Ja, ist alles kein Hexenwerk, das funktioniert also. Genau. Momentan habe ich ein bisschen mehr weggedremelt, mit Sicherheit, als sein muss. Aber wie gesagt, dann in dem Umbauvideo oder in der Umbauserie, die ich da auf jeden Fall vorhabe zu machen, werde ich euch das nochmal im Detail präsentieren. Da könnt ihr mir auf die Finger gucken und dann sieht man dann ganz genau, was muss denn weg, was muss bleiben. Ja. So, das mal zur Pendelachse.
Ich zeige es noch mal ein bisschen näher. Hier sitzt ja bei den anderen Fahrzeugen der Kippmechanismus drin. Wird diesmal ein bisschen anders gestaltet. Ist momentan in der Planung. Muss ich auch erst gucken, wie ich da genau hinkomme, auch krafttechnisch und alles. Denn der Volvo ist hier etwas gemein zu mir. Denn die Kipperbrücke, die Mulde, liegt ganz plan auf. Die liegt also hier exakt auf. Das heißt, man hat unten drin jetzt nicht viel Material, beziehungsweise nicht viel Platz. Ich könnte das natürlich alles wegdremeln. Aber ich will eigentlich immer so viel wie möglich beibehalten, dann ist es einfach stabiler. So haben die, ist es auch ausgedacht worden. Und ich will nicht immer alles bloß wegschneiden, wenn es nicht sein muss. Ja? Sondern da lasse ich mir was einfallen, wird auf jeden Fall funktionieren, muss funktionieren. Und da bleibe ich auch so lange dabei, bis es dann klappt. Wie gesagt, das ist die Mulde. Ich wurde ganz oft gefragt, deswegen erwähne ich es nochmal, das sind hier diese Zylinder. Die will ich auch dran lassen. Also ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache oder wie ich sie verwende oder ob ich da noch was ändern muss an den Dingern. Aber ich will sie natürlich dran lassen, die gehören einfach dazu. Das hier sind die Teile von unten drin, es ist relativ viel Deko oder Zierde, das sind die Achsen. Beziehungsweise diese Querstreben. Ich versuche sie wieder einzubauen. Hat einfach was mit der Optik zu tun, weniger mit der Funktion. Das waren übrigens die Seitenteile, wo die Pendelei hinten dran hängt. Radadapter nochmal dafür. So. Also so schaut das Ganze aus. Hier vorne ist dieses Drehgelenk drin. Das ist auch gesperrt. Also er kippt hier nochmal zur Seite. Zur Verschränkung. So, das waren die Reifen. Das ist das Gelenk, das Drehgelenk, das dazwischen sitzt. Ob ich das so beibehalte, ob da noch irgendwie was gelagert werden muss, das zeigt sich dann, wenn ich bei der Lenkung angekommen bin. Und ich habe nach gefühlten 8000 Klammern das ganze Ding mal aufgemacht. Also es sind alle Klammern unten im Übrigen. Man muss hier die Spiegel wegbauen. Ihr werdet das alles noch vor euch haben. Viel Spaß. So, ihr müsst diese Spiegel müssen weg, weil die hier teilweise das mithalten. Und dann kann man sich mit allen Schraubenziehern, die man zur Verfügung hat, hier das Ding aufmachen. Ich habe ja schon gesagt, öffnbare Motorhaube wäre natürlich ein Highlight gewesen. Da bin ich auch noch dran. Also ich lasse da auch nicht locker. Ich hätte das nämlich gerne so. So, jetzt hat es natürlich eingerastet. Yes. So. Weil irgendwo Akku hinpacken und die Elektrik wäre natürlich alles schön dort unterzubringen, ohne das Ganze immer wieder aufzumachen, und zwar komplett aufzumachen. Mal schauen. Platz ist übrigens genug. Das hier ist die Oberseite der Kabine und jetzt schaut mal da unten rein. Das Ding ist komplett leer. Also das ist viel umbauter Raum, wo ich sage, da kriege ich alles rein. Kann ich ein zweites Modell da bauen. Ja, da gucken wir mal, wie wir da am einfachsten hinkommen mit Scharnieren, mit Druckteilen. Weiß ich noch nicht. Lassen wir uns überraschen. Das ist die Unterseite. Hier ist hat die Frontachse schon Einzug gehalten. Die Frontachse ist hier nur ganz, ganz leicht pendelnd. Kann man auch noch festsperren. Ist im Endeffekt nur ausgeschnitten mit dem Dremel und eine Halterung. Die Halterung ist hier geklickst. Die passt also genau hier rein, wenn man das ausdremelt, gibt es eine Führung und dann reinklicksen und anschrauben. Hey, ja. Das Ganze ist natürlich nach oben hin fest. Wir haben jetzt nicht unbedingt viel Gewicht auf der Kabine, aber trotz alledem, das passt. Ja, das hält schon mal sehr gut. Auch hier natürlich ist eine angetriebene Achse. Ich mache keine mitlaufenden Achsen von, ja, sondern ist natürlich auch eine angetriebene Achse. Wird also von 6 Motoren angetrieben und auch hier ganz normal, gleiche Räder, gleiche Radadapter, die gleichen Motoren, übrigens wie hinten natürlich, völlig verständlich. Jawohl, hier auch wahnsinnig viel Platz. Mein Gedanke war natürlich hier auch irgendwie vielleicht unten rein eine Klappe zu machen, weil man es nicht so sieht. Aber ich habe dann natürlich die Befürchtung, dass wir hier einen wahnsinnigen Drecksammler haben. Und das will ich nicht, das heißt, hier sind auch noch ganz viele Löcher drin, wo ich die Befürchtung habe, dass wir hier richtig einsammeln dann beim Fahren. Und wie wir das machen, auch hier mit der Achse, ihr seht, wenn man hier durchguckt,
ist ja jetzt relativ viel offen. Ja, ich will jetzt nicht, dass da wahnsinnig viel Material dann im Fahrerhaus immer landet. Mal gucken. Zur Lenkung habe ich mir ja schon Gedanken gemacht. Das habe ich, glaube ich, beim ersten Video auch schon kurz erzählt gehabt. Ich will keinen stehenden Motor mit halben Zahnkranz oder irgendwie solche Sachen machen, sondern ich will das Ganze mit Servos machen, die sich selber zurückstellen. Bekanntes Thema, ich kann nicht fahren, wenn das sich nicht selber zurückstellt. Schaut aus wie besoffen. Und ich bin aber auch ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Servo reicht. Heißt, ein Standard-Servo, ihr kennt die 12,5 Kilo, was weiß ich, 19 Kilo und so weiter. Es kommt hier richtig Druck drauf. Wir haben große Reifen, der steht im Material, der ist dann voll beladen. Man passt mal nicht auf, man lenkt im Stehen und nicht im Fahren. Super, Servo durchgebracht. Ja? So. Es gibt große Servos aus dem 1:8er ist es, glaube ich, die Benziner, die haben, brauchen natürlich richtig große Servos, aber A, teuer, B, riesengroß, weiß ich nicht, wenn vielleicht gar nicht untergebracht werden können, und ich will eigentlich bei den Standard-Servos bleiben, zumindest bei einem groben Standardmaß, weil sie müssen ja nachkaufbar sein. Irgendwann brennen die Servos durch, irgendwann denken sie, ah, okay, macht das nicht mehr, vielleicht stört er auch oder was weiß ich, vielleicht legt man auch selber mal einen Kurzschluss irgendwo drauf. Dann will ich den nachkaufen können und nicht, ah, den gibt es jetzt und in 2 Monaten wieder nicht mehr, oder den gibt es nur noch in China, oder den gibt es gar nicht mehr aus China, oder die Produktionslinie hat sich geändert und die Maße haben sich geändert und der hat keine Kraft mehr und ach, was weiß ich. Beim Standard-Servo ist die Auswahl wahnsinnig groß. Sie sind preiswert. Ich kann natürlich auch leicht sagen, ich gehe in stärkere Metall-Servos etc. Aber alles in diesem Maßstab. Und in diesem Maßstab werde ich es so machen, wie ich es bei meinem Radlader gemacht habe. Da habe ich 2 Servos drin. Der Radlader wiegt auch seinen Teil, durch das, dass er ausgebleit ist. Und auch vorne natürlich oft ins Material nahe fährt. Und da habe ich 2 Servos drin, die miteinander arbeiten. Das heißt, einer drückt, einer zieht, und genau das hier habe ich auch vor. 2 starke Servos, allerdings stärker als die beim Radlader. Beim Radlader habe ich 11,5, 12,5 Kilo Servos, 2 Stück drin. Macht, läuft einwandfrei. Hier will ich auf Nummer sicher gehen und werde noch mal ein bisschen stärkere einbauen. Denn ich glaube nicht, wenn ich jetzt so ein 20 Kilo Servo hier einbaue, dass der lange hält. Am Anfang kein Thema, aber die Dinger werden wirklich beansprucht. Und wenn der irgendwo mal im Knick steht und zurück will und kann nicht, da reicht auch ein ganz bisschen, ihr kennt das, die Servos summen so, wenn sie nicht in der Mittelposition sind. Das heißt, in diesem Moment drücken die aber auch permanent, das heißt, die ziehen dauernd Strom, sind immer auf Anschlag im Endeffekt, sie wollen etwas tun, sie können es aber nicht, und das tut keinem Servo gut. Ja? Deswegen, ich werde es hier so dementsprechend umbauen. Auch vom Lenkeinschlag her bin ich noch nicht so ganz überzeugt. Ich hätte gerne ein bisschen mehr, wie das hier dann machbar ist, weil ich muss die Servos unterbringen, ich muss das Gestänge unterbringen und ich muss natürlich das Gelenk irgendwo machen. Das werden wir dann sehen. Ja, das ist mal kurz das Zwischenfazit, das aktuelle. Also wie gesagt, Frontachse haben wir. Wir haben Radadapter, die man auch ohne Drehbank einbauen kann. Ganz einfach, wie die anderen Radadapter eben auch. Die auch dementsprechend halten. Hier, Lenkung kommt noch, Motorhaube, mal gucken, was wir da irgendwie hinbringen an Stauraum. Die hintere Pendelachse ist fertig, das sind nur noch Schönheitskorrekturen, wie, was, wo. Momentan, wie gesagt, bin ich gerade an dem Kippmechanismus dran, bis die Servos kommen, die Lenkservos, und ich da weitermachen kann. Und an der Multi brauche ich soweit, glaube ich, erstmal nichts machen. Das kommt dann, wenn der Kipper unten funktioniert, dann geht es oben weiter und dann kommt der Rest. Ich halte euch auf dem Laufenden, vielleicht gibt es dann wirklich mal das erste Fahrvideo, aber was hilft es, wenn ich hin und her fahre und er lenkt nicht? Also wie gesagt, solange da meine Teile noch nicht da sind, müssen wir noch ein bisschen gedulden. Alles andere, schaut einfach immer wieder auf meinen Kanal, abonniert ihn, dann kriegt ihr auch immer die Benachrichtigungen. Ich werde es auf meiner Seite dementsprechend wieder aktualisieren und dann seid ihr live mit dabei, wenn es das nächste Mal wieder weitergeht. Ich freue mich!